Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe schön brav weitergemacht. Ich habe gerade festgestellt, dass ich die Eimer vergessen habe. Hervorragend. Bin auch gerade noch dabei, ein bisschen Quarzsand durchzujagen, dass wir dann natürlich weitermachen können. Ich habe jetzt auch schon mal die ersten 35 Firebricks hier. Dann heißt es, wir müssen jetzt als nächstes in jetzt Multiblock Goals reingehen. Wir müssen jetzt hier reingehen. Das heißt, ich brauche jetzt den Brick Blast Furnace. Das heißt, wir brauchen jetzt drei Eisen Furnace. Vier. Am besten machen wir drei. Genau. Dann holen wir uns mal. Vierundzwanzig davon. 16 davon. Mein Ziel ist es eigentlich heute, dass wir dann so weit sind, dass ich meine Stahlpicke habe. Und dass wir dann Obsidian abbauen können. Ich habe zwar auch eine Saumium-Picke gefunden, in einem Dungeon. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber ich habe mir gedacht, nee, muss jetzt nicht machen. So, ich brauche einen Wrench, jawohl. Und ich brauche vor allem diese Blöcke hier. Da kommst du jetzt in die Ecke. Ja, genau. Aber jetzt muss ich erstmal richtig Dampf ablassen. Derzeit kann ich mal gucken. Ja, das sind beide gerade leer. Das ist nicht gut. Ja, die sollten erstmal ein bisschen Dampf aufbauen. Dann hätte ich mal gesagt, laufen wir mal zum Fluss und holen uns Wasser. Basalt habe ich auch gefunden. War Gott sei Dank gleich oberirdisch. Problem ist nur, das ist viel zu wenig, was ich brauche. Also da brauche ich tonnenweise davon. Zeige ich euch auch jetzt dann gleich. Ja, mein Problem ist jetzt halt, ja, ich brauche Stone Dust. Das habe ich natürlich nicht geholt. Ich hält halt. Falls ich Wasser brauche, einen Eimer mitnehmen. Kann ich nämlich auch nochmal Creaser durchjagen. Dass wir da auch ein bisschen was haben. Okay, also. Tag 321, wir sind immer noch im ersten Jahr. Das ist ja fast schon. Ich bin schon froh, wenn ich sage, ich schaffe den Stahlofen dieses Jahr. Dieses Minecraft-Jahr. Und die das sind momentan ein bisschen. Ja. Langsam drauf. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich habe hier nochmal Compressed Fire Clay. Das schmeißen wir uns jetzt auch gleich in den Ofen. Also, ich brauche mich nicht beschweren, dass ich kein Fire Clay habe. Das ist das super, dieses Brickhaus und dieses Biom. Gibt nichts Besseres. So, genau. Wir schauen uns mal schnell an, weil da kann der in der Zeit noch einen Dampf produzieren. Ja, ich habe es mir irgendwie so auch vorgestellt. Ja, das heißt, ich habe jetzt dann hier, das ist jetzt dann sozusagen der halbe Chunk mit Dreierweg. Und dann habe ich hier noch meine Ebene dazwischen. Und ja, ich finde, es schaut ganz gut aus. Kann sein, dass ich vielleicht dann sogar noch ein bisschen Rot dann reinmache.
Also auf jeden Fall die Decke könnten wir vorstellen, dass die rot wird. Weil das Rote schaut eigentlich ganz gut aus. Also den. Diesen hier. Aber da habe ich auch viel zu wenig. Zu schwarz auf jeden Fall nicht. So, und hier sieht man jetzt sozusagen, das sind jetzt dann die Kreuzungen. Ja, das heißt, ich kann jetzt dann auch hier reingehen. Was ich jetzt genau hier mache, weiß ich noch nicht. Ob ich jetzt dann hier auch noch einen hochsetze. Oder ob ich jetzt dann hier einen hinmache. Ich weiß es noch nicht. Dann mache ich den auch auf. Dass man das als komplette Linie hat, um Pipes und hast du nicht gesehen, durchzujagen. So, dann hätte ich mal gesagt, wir machen uns mal bitte ein Small Stone. So, weil jetzt stimmt es nämlich, weil jetzt ist auch das hier alles dicht. Und hier kommt ja dann noch ein Tor rein. Wie weit bist du? Jawohl, du bist nicht so weit. Ich brauche jetzt ein paar davon. So, und jetzt in der Zeit machen wir uns mal schnell vier Ringe. Davon brauche ich nochmal vier. Danke. So, das heißt, wir brauchen eine Pfeile. Dann haben wir die Rods. Dann kommst du dahin. Der Hammer kommt hier hin. Und wir haben vier Ringe. Dann muss ich jetzt hier hingehen, Carpenter? Weil ich möchte ja haben diese Door. Das heißt, sie braucht davon fünf Stück. Die sind hier drin. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit sozusagen, dass die Viecher, dass ich jetzt auch mal hier mal in Ruhe auch mal was stehen kann. Ich nehme dich auf jeden Fall mit. Ich schüssel dich mal jetzt um. Wir schauen sie uns ja schon mal an. Jawohl, sind die richtigen. So, wenn ich jetzt dahin gehe, genau, haben wir schon mal das. Wie viel bräuchte ich eigentlich in der Quest? Building Better Bases. Aha, ich brauche 10 Stück. Jawohl, aber so schaut es richtig aus und mir gefällt es richtig. Dann sage ich ja, vielleicht mache ich oben dann, wenn ich mal irgendwann genügend Blöcke habe, die auch anders. So, ich habe ein Tor, das heißt, ich kann jetzt dann auch hier mal die Tür schließen. Das heißt, diese Maschinen werden auch irgendwann reinwandern. Auf jeden Fall. Und wenn sie nur erstmal hier in diesen Mittelgang gehen, man wird sehen. So, ich habe jetzt gerade mal 12 Stück. Brauche mehr Eisen. Schaut schon etwas gedrückter aus da drin. So, wir haben jetzt aber schon mal 14. Auch insgesamt 21. Das heißt, das müsste jetzt mit dem hier kommen. Also Tor wird noch anders, klar, aber das hat jetzt nicht so viel Prio.
So, wir machen jetzt schon mal das. Ach, ich brauche doch vier. Dann reicht's nicht. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück fehlen mir. Zwei, vier, sechs, acht. Und hinlegen. So, jetzt ist er gerade dabei, wieder wegen Dampf zu verlieren. Ich schätze mal, weil der Simple Solar Boiler ausgegangen ist. Das heißt, wir müssen mal hoffen, dass wir dann genügend machen. Wenn der Nachtproduktion ist. So, dann heißt es jetzt vier Stück dahin. Und ich habe da mal die Vermutung. 1, 2, 3, 4. Du kommst dahin. Da kommst du dahin. Du kommst wieder da rein. Und die vier kommen dahin. Und jetzt müsste ich eigentlich ein Bling-Bling hören. Hatte ich schon. Okay. Firebricks 6. Achso, optional. Gott sei Dank. Danke fürs Bling-Bling. Habe jetzt schon gedacht. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Das heißt, ich stelle das Ding jetzt erstmal hier hin. Ich bin mir jetzt noch nicht gerade sicher. Da steht leider nichts. Aber ich habe den nicht umsonst mitgenommen. Aber wir können mal gucken. Und zwar Usage. Nein, da gibt es auch keine Multiblock-Struktur. So, steht hier irgendwas dort? Wir bauen es mal so auf. Ich die Tür nicht zu. Mir fehlt einer. Wieso fehlt mir jetzt ein Block? Ich brauche Stone Dust. Unbedingt. Habe ich ja wenigstens die Hammer dann da hinten. Die Hammer. Ich habe vielleicht einen Hammer. Gerade so Stone Dust haben wir einen ganzen Stack da, das ist doch schon mal gut. Das Zeug, das wo man am Anfang überhaupt nicht brauchen kann. Und jetzt flitzen wir noch mal dahinter. Ich bin auch momentan. Ich muss ja auch drüber nachgrübeln, wie ich das mache mit den. Mit den Portalen, weil ich weiß, also zwei weiß ich. Dann kommt noch ein drittes dazu. Nein, ja, es kommt auf jeden Fall noch ein drittes dazu. Das Enderportal muss ich, glaube ich, suchen. Ich weiß gar nicht, kann man mal, weiß einer, kann man das Enderportal abbauen und zu Hause wieder aufbauen? Oder gibt es hier eine Möglichkeit? Weil das wäre ja auch noch so einer.
So, okay. Also die drei Eimer nehmen wir mit. Die zwei nehmen wir auch mit. Und die lasse ich jetzt erstmal hier stehen. Wie viel muss ich denn noch machen? Um. Achso. Requires Blast Off. Sehr schön. So, das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall für die eine Quest Stahl. Jetzt ist die Frage, wie viel brauche ich denn? Also Coal Coke kriege ich. Ich hätte gesagt, ich nehme die goldenen. Ja, aber das schaut doch gar nicht mehr so schlecht aus. Unten eine nackte Wand. Und oben dann Muster drin. Dann gehen wir mal dahinter. Ach ja, das gesehen oder nicht gesehen. Ich habe mal die Kisten da aus der Wand rausgefischt. Mal zugemacht. Ist auch schön. Ich kann es, machst das Tor zu, stellst dich rein. Jetzt geht's mir gut, Zombie. Klatsch, 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 klatsch. Ist der doof. Muss ich dem Zombie recht geben? So, ich hoffe, es ist korrekt. Dann heißt es jetzt für mich, wir gehen hier jetzt hin. 16 und rein. Und er fängt das Arbeiten an. Ich bin stolz auf den Ofen. So, Wasser haben wir dabei. Können wir auch in den Tank schmeißen. Ich meine Eimer wieder. Blutweg Steam Age. So, wir gucken. Jawohl. Wir haben eine Wood Iron Chest Upgrade. Das ist super, weil die brauche ich. Und wir haben Kupferohr bekommen. Okay. Aber das ist wirklich super. Denn ich möchte hier jetzt eine Kiste hinstellen. Und diese Kiste wird gleich mal auf Eisen abgegradet. Das heißt, ich habe jetzt mal, wenn es jetzt mal darauf ankommt, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt nicht den Nerv. Oder wir müssen jetzt etwas mehr machen, mein Inventar ist voll, ich gehe da einfach an die Kiste ran, schmeiß rein, schmeiß rein, schmeiß rein. Und freu mich einen Keks und ist es weg. Dafür sind. Ist der da? Und da kommen noch eine drauf. So, dann hätte ich gesagt, machen wir mal hiervon. Schnell 12. Davon war die Hälfte dann durchgeschnitten. Die Säge ist gleich kaputt. Und wir haben Drawer. Der kommt jetzt einfach mal auf der anderen Seite hin. Haben wir jetzt nämlich dasselbe auch mit richtig viel Zeug, was man auch aufräumen kann, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte das wegräumen. Aber bevor ich's oder, na, ich habe Steine, weil ich jetzt zum Beispiel hier die ganze Zeit grab, muss ich nicht mehr die ganze Zeit reinrennen, weil das Lager ist ja dann auch ein Stückchen weiter weg. Na, kann jetzt einfach dahin machen und dann irgendwann eine Dolly nehmen und dann dahin laufen. Dafür ist es eigentlich da. Genau.
So, wir schauen noch mal nach. Ich habe den Water Tank hier auch fertig, dann claim ich den auch noch. Jetzt bekomme ich ein Schwein und ein Chicken und bin feuerresistent. Das ist super. So, Monster war, glaube ich, hier. Jetzt muss ich mal schnell was gucken. Und zwar den Ad Adventures Backpack. Nein, Advent. Genau. Was brauche ich denn, um einen Adventures Backpack zu bauen? Vor allem mit dem Schwein. Dafür brauche ich Aluminiumplatte. Mein erster Stahl ist fertig. Warum erschrecke ich jetzt gerade so wie hier der Aluminiumplatte? Ich weiß, dass ich Alu bekommen kann im Twilight. Dass man das harten Leather braucht, ist kein Problem. Dieses Alu ist mein Problem, denn ich täte gerne diesen Rucksack bauen, bevor ich in Twilight gehe. Warum, wieso, weshalb? Klären wir dann auch dort. Ja, wobei ich kann ja eigentlich zwei Tore machen. Kostet halt mich Chips. Ist aber auch wurscht. Ist doch wurscht. Alles wurscht. Gut. Da läuft alles oder auch nicht. Ich könnte mal noch ein bisschen Bronze machen. Ich habe mir gesagt, ich nehme 9 Stück mit und von dir nehme ich 3 mit. Dann haben wir auch alles. Dann verschwende ich nicht den ganzen Dampf. Solarboiler. Solarboiler ist mir egal. Der kann Dampf verschwenden, wie er will. Mir komplett Wurst. Dafür verbrauche ich Kohle. Ja, dann macht es ja auch Sinn, dass ich irgendwann hier Nummer 2, Nummer 3 und x Stück baue. Und ich weiß, dass die irgendwann Effizienz verlieren. Ich muss halt gucken, wenn ich merke, dass die nicht mehr so gut sind, naja, abbauen, wieder aufbauen. Ist halt ein bisschen Wasser, was drauf geht, aber der Wassertank läuft ja auch die ganze Zeit. Der dritte läuft auch sauber durch. Und schon ist das Steam weg. Ja, und da sieht man mal, ne? Ich habe jetzt dann hier 2,5 Stacks und ich glaube, der dritte ist jetzt mittlerweile auch durch. Weil ich dede. Nein. Ja, nein, weiß nicht. Wie viel Stahl brauche ich? Für die Quest muss ich jetzt nachgucken. Also Fire Resistant macht natürlich Sinn. Ne, Nether. Klar. Und dieser Rucksack hat eben auch eine ähnliche Funktion. So mal ein bisschen gespoilert. So, was haben wir denn hier? Papaya Jelly Sandwich. Claim. Habe schon ewig und 3 Tage und nie geclaimed. Fishing, Farming, Cooking. Dann nehme ich wieder die Crops. Und ich habe meine Plantlands. Ha, brauche ich sie nicht machen. Cool. Danke.
So geht das. So und nicht anders. Gefällt mir. Also, könnt Sebo fragen. Also Glück hatte ich nie. So, das heißt, wir gehen jetzt mal schnell rein. Beziehungsweise nein. Die setzen wir jetzt auch unten gleich hin. Dann räumen wir das nämlich rein. So, machen wir den hier hin, aber die kommen dahin. So, wie sieht's halt, da kommst du nicht hin. Wo habe ich die Seeds hin? Wo habe ich die Seeds hin? Da hinten. Da passen sie auch rein. So, die Plantlands. Die machen wir auch mal unten hin. Für alle, die muss ich einfach craften müssen. Ich brauche halt eine Glaslens. Eine Glaslens ist halt in der Lathe. Eine Glaspane zu durchmachen oder einen expliziten Glaskristall. Jetzt habe ich ihn halt wegen früher. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Ding hingehen und jetzt haue ich da drauf. Okay. Gehe ich halt hier hin. Das ist ein Okai Bonsai. Das ist ein Spruce Bonsai. Birch Bonsai, Jungle Bonsai. Also das heißt, man sieht halt, was es ist. Es steht halt ein bisschen dort halt, was es ist, wenn man es halt ein bisschen mischt. Aber das sind wir noch ein Stück entfernt, bin ich der Meinung. Okay. So. Dann hätte ich mal gesagt, genau. Ich wollte jetzt endlich nachschauen, wie viel das ich brauche, um diese Quest hier abzuschließen. Ich brauche 8 Stahlingots. 8. Das dauert ja ewig. Dann hätte ich mal gesagt, dann lassen wir noch mal ein bisschen was raus und den Stahl schmelzen wir ein, weil ich will die Picke. Die kommt jetzt auch gleich hin. Und ich habe auf jeden Fall auch schon im Kopf, was ich noch ziemlich schnell brauchen werde. Und zwar 4 Stahl-Ingots werde ich brauchen, um das Ingot-Cast zu bauen. Für einen Alloy-Smelter. Aluminium-Press habe ich noch 2 Ingots drin. Ist genau super. Das ist genau das, was wir nämlich dann brauchen. Auf jeden Fall eins davon. Das läuft jetzt halt und läuft und läuft und läuft. Und mein Problem ist jetzt halt, ich brauche jetzt Coal Oak. Das heißt, wir werden darum will ich auch das Ding haben. Denn, wenn wir, ich habe gleich 2 bekommen. Wenn wir denn nämlich die Picke haben, muss ich sie sowieso leveln. Auf Obsidian. Und dann kann ich nämlich schön brav minern gehen. So, das heißt, wir stellen mal schnell den da hin. Packen den da rein. So, momentan habe ich eine Durability von 380. Vielen Dank.
So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Ist das vielleicht auch irgendwo eine Quest? Ja, ist es. Okay, das heißt, ich brauche eine Stahl-Pickaxe-Head. Zwei Schaufel, zwei Dinger und ein Schwert. Und dann würde ich einen Saumion und einen Slime-Toolrod rausbekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt erkennt. Bin ich ganz ehrlich. 2, 4, 6. Aber ich habe ja sowieso eine zweite Picke. Ist egal. Ist komplett egal. Scheiße. Ich suche sie schon. Also, wir gehen jetzt von 3,80 und 3,42 und 28,5. Wir haben einen Mining Speed von 6,5 und du hast einen von 7. Also das heißt, du müsstest auch etwas schneller werden. Du hast auch ein bisschen mehr Durability und du hast Mining Level Redstone. So, haben wir auch. Okay, das heißt, wir gehen jetzt von 3,80 auf 4,50. 70 mehr. Das hört sich gut an. Dann ziehen wir den raus. Und das heißt, ich brauche jetzt fast 700 Blöcke, wo ich abschlagen muss. Das heißt also, ich werde auch auf jeden Fall Stahl brauchen zum Hat sich gerade angehört, als wäre ich eine Taube. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das im Spiel war oder am Fenster. Super. Und Dreck ist taub verwirrt. Okay, also, dann heißt es jetzt. Wir nehmen erstmal das da und hängen es an die Wand. Dann nehmen wir das da und machen Glas draus und schmeißen es in die Kiste. Du kommst weg. Du kommst hier rein. Rein, rein. Auch rein, weg. Nur dann meine Kladderadatsch-Kiste, merke ich schon, ist wieder voll. Muss ich langsam mal aufräumen. Ja, aber den ich halt gerne erst wirklich dann aufräumen, wenn ich es halt auch merke, ne, dass ich da Wooden Screw. Moment. Ich brauche zwei Stück. Ich brauche eine Tür. Ich brauche zwei Holzschrauben. Jetzt muss ich nochmal, jetzt muss ich doch gucken. Tür brauche ich nicht. Okay. Also, das heißt jetzt. Nee, du warst, oder? Doch. Schraubendreher war oben. Die zwei Schrauben waren unten. Gut. Andersrum. Aber wir haben eine Carpenters-Tür. Und diese Carpenters-Tür interessiert mich hier. Muss ich mal da schnell zwei Blöcke wegschlagen. Das ist schon mal interessant, dass ich das weiß, dass ich das dann dahin muss. Also die Tür wird natürlich dann irgendwann auch mit dem Hammer so weit weggedreht, dass man es nicht mehr sieht, dass man da halt auch rein kann. Oder es kommt irgendwann ein Tunnel rein. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich das auch offen, dass man hier auch da seinen Durchgang hat. Aber ich habe die Tür auf jeden Fall weg. Die stört mich nicht mehr. Ist schon aufgeräumt. Okay, dann habe ich jetzt das, dann habe ich jetzt das.
Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, auf das Stahl jetzt zu warten, macht absolut keinen Sinn. Weil das wird noch einige Zeit dauern. Außer ich habe jetzt natürlich, wäre jetzt natürlich super, wenn ich jetzt 7 hätte. Nein, ich habe gerade mal 3. Also mit dem einen, was ich hatte, wären es 4 gewesen. Das macht keinen Sinn. Das Einzige, was ich jetzt noch anschauen kann. Also ich brauche auf jeden Fall noch eine Säge. Gut, dass ich 2 Platten übrig habe. Komm dahin. Pfeile und Hammer. Habe die nächste Säge. Okay, und zwar, wir brauchen Carpenters Blöcke. Das schließen wir mal schnell ab. Schnell, schnell vor allem. Genau, Drake. Was machst du ganz schnell machen? Ich kenne mich. Ja, kriegen wir hin. 28 Footscrew. Gut, das heißt also, du gehst jetzt erstmal hin, dann platzt du. Dann machen wir das da. Somit ist der weg. Muss gleich den nächsten bauen. Aber wir warten jetzt mal kurz. So, die Wooden Frame Box. Das heißt, ich habe jetzt, mache jetzt 2 Stück draus. Das heißt, ich halbiere. Ich brauche 16. Gut. Habe ich 32. Du kommst in die Ecke. Du kommst dahin. Es reicht natürlich nicht. Warum hätte es auch reichen sollen? Andere sagen, warum macht er das eigentlich jetzt schon? Weil ich es kann. Oh, 32 Schrauben. Und wir brauchen noch den Dreher. So, dann haben wir schon mal jetzt Numero Uno. So, dann heißt es jetzt Lever. Dafür brauche ich einen normalen Lever. Dafür brauche ich einen normalen Button. Dafür brauche ich eine normale Pressure Plate. Dafür brauche ich eine eiserne Iron Spring. Davon brauche ich 2. Das heißt, ich kriege da auf jeden Fall. Also, das heißt, ich brauche schon mal eine Feder. Ups. Brauche eine Feder. Ach so, das wäre die Bending-Maschine, die habe ich nicht. Das sind 2 Loggen, oder? Jawohl. Also. Das heißt, ich habe jetzt schon mal erste Feder. Davon brauche ich auch 2. Zweite Feder. Die brauche ich sowieso. Und da muss ich mir auch noch mal welche machen. Das ist das wenigste Problem. Okay, also das heißt, wir machen einmal die Pfeile, Hammer, so Eisenring, Hammer. Dann waren die hier.
Wann waren die hier? Ah, ich brauche noch einen. Gut. Ich brauche insgesamt 10, oder? Jawohl, ich habe 7. Ich habe 10. Fantastisch. Warum gehst du eigentlich immer auf, wenn ich gerade den letzten Block setzen will? Machst du das aus Absicht? So, jetzt muss ich mal schnell reingucken, ob ich Erze habe, die wo ich noch durchjagen kann. Ich hätte es gesagt, ich hau jetzt einfach Lazarit durch. Maserator. Das ist mir egal. Das wäre Lazarit. Mir auch egal. Fortschämmer wäre Lazarit. Nö. Einfach durch. Weil das verarbeite ich erst, wenn dann LV steht. Aber für mich geht es jetzt gerade darum. Ich soll hier draußen irgendwas arbeiten. Und nicht dumm rumstehen und nichts tun. Es reicht, wenn ich das mache. Wir haben schon 5. Noch 3. So, das heißt, ich brauche jetzt das Long. Die kann ich jetzt gleich machen. Das heißt, ich brauche davon 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2. Okay. Dann gehen wir mal raus in den Forgehammer. So, als erstes machen wir die da, als zweites machen wir die da. Unter Druck geht alles. So, das heißt, wir haben die erste Feder. Wir haben die zweite Feder. Okay, dann heißt es jetzt, wir machen mal hier Add Carpenter. Brauche ich nämlich nicht die ganze Zeit das so schön machen. Habe ich da ausgesehen, welche überhaupt rumliegen? Hätte ja sein können. Ja, genau. Deswegen auch noch schön brav 2 Platten gemacht. Habe ich gar keinen Stick mehr? Okay. Und hier wird nichts mehr vergeudet. So, also 2 Springs Hammer. Das wollte ich da mal nachgucken. Jawohl. Ah, das hat sich auch gespeichert. Gut. So. Das heißt, wir brauchen. Haha. Wir machen nur einen. Ich hoffe, es passt. So, beim Lever brauche ich nämlich den Button.
brauche ich das. Da brauche ich jetzt Eisenschrauben, 4 Stück. Habe ich noch welche? 2. Dann haben wir die Schrauben. Dann brauche ich jetzt einen Stein. Ich glaube, ich brauche 2. Aber wenn ich das richtig noch im Kopf habe, gehen die kaputt. So, Pressure Plate haben wir auch. So, das heißt, wir brauchen jetzt da Säge, 2 Button. Und die 2 Säge. Oh. 2 Sticks. Zwei Hebel. Was man da nicht alles bauen kann. Die Hebel, die Button, weiß ich momentan nicht, wo ich sie momentan einsetze. Vielleicht Schmelze, weiß ich nicht, ob das geht. Pressure Plate weiß ich auf jeden Fall, dass man die gebrauchen kann. So, dann heißt es jetzt, wir claimen uns das. Und jetzt habe ich meinen Hammer. Andere hätten sich jetzt den Hammer gebaut, was billiger gewesen wäre. Nein, wir wollen ja auch die Quests fertig kriegen. Okay. So. Und schon erkennt man die Tür nicht mehr. Und wie viel haben wir? 6 Stück. Jetzt fehlt mir der eine. Erkannt hat er ja nicht, ne? Also er will ja, dass ich 8 Stück in der Hand halte, oder? Genau. Wie lang brauchst du eigentlich? 240 Sekunden. Also 4 Minuten. Kann ich noch 4 Minuten durchquasseln, bestimmt. Wie viel Silber habe ich überhaupt da? Hier habe ich gesagt, habe ich 8. Hier habe ich 6. Ich wollte gerade sagen, dann schmeißen wir es doch einfach mal rein und waschen, aber der Weg fürs Wasser ist nicht so weit. Wenn ich es natürlich nicht reinschmissen kriege, dann ist es sehr weit. Dann heißt es jetzt für mich, da kommst du rein, das sind die ersten 8. Sieben Silber habe ich noch. Ich brauche 3 Doppelplatten. Zwei. Das sind die ersten. Ja, reicht.
Ich habe jetzt bestimmt, wie ich mich kenne, alle Bricks durchgejagt. Top, Drake, top. Hat du gut gemacht, hat du gut gemacht. Ich habe genügend Clay eigentlich da. Dahin, du kommst wieder da rein, du kommst hier hin. Ich brauche 2 Runden. Nummer 1. Nummer 2. Muss ich ja 4 Minuten oder fast 5 rumkriegen. Hätten wir ja auch ein paar Bricks auf die Seite legen können. Ich ganz großer Stratege. So. Kommst du dahin? Ich glaube, das war jetzt. Nee, doch, ich brauche nur 3. Also heute habe ich es mit dem Zählen, ich merke das. Aber ich bin jetzt nicht böse drüber, habe ich halt den ersten schon für den nächsten. So, ich brauche noch 2 Pipes. Ich habe keinen, doch, da habe ich noch, wollte gerade sagen. Aber ich brauche trotzdem davon 5. Dann habe ich jetzt nochmal 4. Dann sind es 6. Und ich schaue mal schnell, wie weit das die da draußen sind, weil ich glaube, ich brauche die 3. Dry vor allem. Ich brauche vor allem die Bricks. So, dann gucken wir nochmal nach den Solarboiler. 3 Glas. Alles richtig im Kopf. Ist noch nicht rausgefallen. Habe ich die Platte draußen liegen? Ja, da hinten, ja. So, wir gucken, wie weit das er ist. Ich war langsamer. Entschuldigung. Eisenerz interessiert mich nicht. Ich nehme mir den Backpack. Ein Ozelot. Momentan ist, glaube ich, Spawn-Eier bekommen. Also du kommst. Hä? Kann ich die Braue nicht draußen machen? Oder kann ich nicht draußen machen, weil ich habe. Doch, ich habe einen Ranch einstecken. Ich habe nichts gesagt. Und behaupte sofort das Gegenteil. Ich bin von mir selber entzückt. Und ich brauche den Hammer. Jetzt bin ich noch entzückter. Also, dann machen wir es halt doch da.
Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Du kommst dahin und wir haben den nächsten Solarboiler. So, sind wir schon mal froh drüber. Also das heißt aber auch, dass ich jetzt demnächst dann mal mir mal Gedanken über größere Tanks machen muss, weil da muss ich fast den Railcraft-Tank bauen. Alles andere macht keinen Sinn. So, jetzt müssen wir mal schnell gucken. Und zwar, er hat leider ihn nicht erkannt. Aber ist egal. Das ist egal. Das machen wir jetzt auch noch mit. Also, ich brauche keine Sorge haben. Habe ich jetzt gerade so festgestellt. Dass ich Folgen nicht vollkrieg. Gar nicht. Nicht mal annähernd. Das ist ja der Wahnsinn. Also zuerst habe ich gedacht, die Folge wird zu kurz. Weil so viel habe ich heute nicht. Ich will eigentlich nur das fertig kriegen, damit ich den Stahl durchlaufen lassen kann. Damit wir jetzt dann mal langsam ans Feuerzeug kommen, an den Pile-Igniter, an den Coal-Igniter. Jetzt kann ich Rucksäcke bauen, jetzt kann ich Unbreakable Sachen machen. Also Kleinigkeiten, ne? Ja. Ich sehe es gerade an der Zeit. So, dann heißt es jetzt von mir, ich wollte ein Aluminium Press. Weiß, dass ich 4 Stück brauche. Ich glaube es jetzt aber nicht mehr, dass ich es schaffe. Weil ich will die Quest machen, weil ich will die... Ich bin nämlich gerade beim Überlegen. Mache ich die Schaufel? Weil die 208, das ist nichts. Entschuldigung, das ist gar nichts. Warum laufe ich eigentlich jedes Mal rein? Kann mir mal einer das verraten? Vor allem, das Bett steht auch draußen. Ich will ein Dach über den Kopf, oder? Anderen Grund gibt's nicht. So. Muss ich mal schnell was gucken. Wenn ich jetzt dich so aufbaue. Sehr gut zu wissen. Das geht nämlich nicht. Ja, das muss ich dann nämlich anders planen oben. Das ist jetzt auch nur pro forma für das nächste Zeug. Also, wir brauchen eine Pickaxe. Wir brauchen brauche ich jetzt eine oder zwei Schaufeln, dann sind es doch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 6 Reihen. Ach so, ja. Und ich stelle gerade fest, ich habe Gott sei Dank noch einen Aluminium Press da drin. Heider die Witzka. So, nochmal Schaufel. Ich brauche den Schwertkopf. Zum ersten Mal, dass ich froh bin,
So, jetzt haben wir noch drei. Das heißt, ich brauche jetzt davon noch zwei. Warum räume ich eigentlich das Ding immer weg, wenn ich sage, ich brauche zwei? Jetzt darf ich es wegräumen. Und wir haben das Schwert. Gott sei es gedankt. So, die drei schmeißen wir schon mal rein, weil muss ja auch noch durchschmelzen. Ich glaube, dass jetzt er doch schneller ist. Ich packe das jetzt einfach mal alles hier rein. Denn wie gesagt, das Wichtigste für mich, also der da hat 1,18 Modifier, der hat 2er Modifier. Den da brauche ich nicht. Den gibt es im Nachbardorf. Also nehmen wir uns den Slime Rod. Ich habe natürlich jetzt kein Eisen da. Warum sollte ich auch? Ich erzähle ja die ganze Zeit, dass ich das eigentlich machen will, aber... Oder so halb. Also Schaufel, Schaufel reparieren, Schaufel ganz, Schaufel kriegt einen neuen Stab. Der hat jetzt eine Durability von 417 und das Wichtigste, deswegen nehme ich ihn eigentlich auch. Ich kriege auch mal Slimes raus. Ab und zu droppt da ein Slime. Ja. Ist die einfachste Methode, an einen Slimeballs erstmal ranzukommen. Bis ich mal da oben war an der Schleiminsel. Und die hat momentan nicht so Prio, finde ich. So, bis jetzt der durchgeschmolzen ist. Ich hoffe, dass die Lava reicht. Weil sonst wird es heute nichts. So, und das heißt jetzt, wir brauchen das Cast. Nein, wir brauchen kein Cast. Wir brauchen das Mold. Und zwar, ich brauche dieses Mold hier. Diesen Freund hier. Das da, das da. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es. Jetzt haben wir das, die Casting-Form fürs Ingot. So, was brauche ich denn hier? Da brauche ich Small Steel Spring. Ja, ich muss jetzt halt Stahl produzieren, weil davon drei, das ist Nummer 4. Dann habe ich zwar die zwei Sachen. Dann habe ich ein Feuerzeug. Dann habe ich mein Obsidian und ein Ball of Moss. Wo dieser Ball of Moss draufkommt, weiß ich jetzt schon. Nicht auf dem Bogen. Will jetzt bestimmt einige bestimmt sich denken. Nein. Da werde ich mir demnächst mal eine Armbrust bauen. Und da kommt er drauf. So. Kannst du mal langsam fertig werden oder ist der da langsam mit schneller? Ich glaube, der ist schneller. Wenn man Stahlingots hier macht, da ist der wirklich schneller. So, das heißt, wir haben jetzt 4 Stück drin. Wir gießen die aus. Wir warten kurz und wir haben einen Mold Ingot. Ich lege ich schon mal hier rein. Also erstens Alloy Smelter. Das heißt, wenn ich jetzt Nuggets habe, egal welche, kann ich die hier drin zu Ingots machen. Wir gehen mal schnell zum Obsidian. Dass ihr versteht, warum dass ich das jetzt mache. Ein Obsidian in der Schmelze ergibt 288 Millibuckets. Also 2 Ingots.
In der Segmel ergeben sie 4 Obsidian Powder. Im Maserator ergeben sie 1 Obsidian Dust. Also erklären kann mir das kein Mensch. Und vor allem, das sind auch alles Gregtech-Rezepte. Also wirklich Gregtech. Alloy-Schmelter, 1 Obsidian und 1 Mold Ingot ergeben 9 Ingots. Bei 9 Ingots und 1 Kompressor ergeben einen Obsidian-Block. Ich mag Alloy-Smelter. Schon mal gesagt? Okay. So. Das heißt jetzt, ich habe jetzt meine Schaufel, wo ich dann meine Slimes rausbekomme. Das heißt, ich packe jetzt mal in meine kleine Kiste hier meinen Solarboiler rein, meinen ersten übrigen. Den, wo ich dann aufs Dach pflanzen will. Du kommst auch da drauf. Dann räumen wir noch den Mortar auf. Dann haben wir auch einiges zum Essen. Den Carpenter, das haben wir, hängen wir an die Wand. Die Carpenter-Schüssel schmeißen wir auf den Boden. Schmeißen wir auch an die Wand. Ja, ich habe jetzt aber keine. Oder habe ich schon 4 Stahl? Ich guck. Nein, wir haben 1. Ja, ich weiß. Für diejenigen, die wohl in der vorigen Folge gesagt haben, mach mal die Folgen ein bisschen kürzer und teils dann auf. Super, der hat schon wieder 1:07. Ja, genau. Und meinen muss ich auch noch. Genau. Die Picke leveln. Das werde ich jetzt dann nämlich auch tun. Aber für mich, jetzt gibt es erstmal für mich einen kurzen Break. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hallo-Tri-Gucken. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.